Ja, grüßt euch. Ich bin's wieder, euer Isno oder Heiko. Ich habe jetzt hier Beta Key für The Crew bekommen, leider für den PC. Ich möchte das gerne eigentlich auf PS4 spielen, aber wer will denn meckern? Ich habe das schon mal klein wenig angezockt und bis jetzt macht das echt einen wahnsinnig geilen Eindruck auf mich. Ja, irgendwie ist da mein Bruder erschossen worden, ich war dabei. Und dann kam das FBI an, komischerweise ein paar Sekunden später, und hat mich dann festgenommen und mich da verdächtigt. Und dann war ich irgendwie 4 oder 5 Jahre im Knast. Und dann stellte sich dann raus, ja, ach Mensch, der eine Typ vom FBI und so, der war gekauft und dass ich unschuldig da war und so. Und ja, jetzt bin ich gerade draußen und muss da irgendwie rennen für die Bullen fahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist leider alles auf Englisch. Und muss mir jetzt gerade ein Auto aussuchen. Was ich hier sehr geil finde, man kann hier, also man hat jetzt hier 4 Autos zur Auswahl. Einmal den Camaro SS von 2010. Den Nissan 370Z ist bis jetzt mein Favorit. Ford Mustang GT, aber leider alles Heckschleudern hier. Oder den Dodge Challenger, ja genau, SRT 8. Den bin ich eben gerade schon Probe befahren. Ich finde das geil, man kann die Autos, bevor man sie kauft, erstmal Probe fahren. Das werde ich jetzt nochmal machen. Ich werde jetzt einfach mal den Nissan nehmen, weil das eigentlich mein Favorit ist. Test Drive. Jetzt hätte ich ihn fast gekauft. Ja, schauen wir mal. Also mit dem Dodge Challenger SRT8 hatte ich eine Minute und ein paar Hundertstel oder eine Minute, eine Sekunde gehabt für den Test Track. Mal sehen, was der Nissan macht. Schauen wir mal, ob wir die Zeit unterbieten können, ne? Aber er ließ sich trotzdem beachtlich gut steuern. Also dafür, dass er eigentlich der Schlauch ist. Das Auto, was ich hier im Intro hatte, das ließ sich ganz schlecht fahren, also da war ich sehr viel am Rutschen. Aber jetzt bin ich eigentlich relativ zufrieden, gell, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Also bis jetzt gefällt mir das echt sehr, sehr gut. Ich freue mich schon, wenn das Spiel erscheint. Allerdings werde ich das ja noch bei PS4 zocken. Schön Wohnzimmersessel. Nee, geht nicht. Langsamer. Oh, bisschen ist gut. Fast 3 Sekunden langsamer. Also das ist krass, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hm. So, dann Abort, yes. Okay. Heftig. Hm. Und jetzt wird doch kein Japse. Japaner. Also, Grafik top, muss ich sagen. Ist jetzt die Beta noch? Ja, dann versuchen wir mal den Camaro. 426 PS, 569 Newtonmeter. Bumblebee. Around the block should help you decide. Ja, den Sound hat er auf jeden Fall. Ich kriege auch noch eine gebrauchte Kiste mit 5670 Kilometern. Oder? Hallo? Jetzt hätte ich noch fast einen Menschen überfahren. Was läuft der denn hier rum? Ist ja nicht ganz schlecht. Jetzt. Irgendwie war mein Ton jetzt gerade weg. Ich weiß nicht, was das gerade war. Keine Ahnung. Also, ich hätte auch hier
konnte nicht mehr steuern und so. Keine Ahnung. Also eine Minute kann man, ich denke mal, also eine Minute kann man auch ungefähr rechnen, weil ich konnte eben kein Gas mehr geben. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Und dann testen wir nochmal den Mustang. Wo mir der Camaro eigentlich mehr zu sagt. Also der Nissan ist dann leider raus. Schade. Ford Mustang GT von 2011, 412 PS, 470 PS, 637 Newtonmeter, 426 PS. Obwohl von den Werten her hat er hier das krasseste überhaupt, ey. 637 Newtonmeter, das ist krank. Ich glaube, dann nehme ich doch den. Ich teste trotzdem noch mal kurz den Mustang hier. Allesamt schneller als der Nissan leider. Schade. Ne, dann wird's doch der Dodge. Alles klar. Aber ich finde das echt geil, dass man das hier vorher testen kann. Dass man nicht die Katze im Sack kauft. Um schon mal zu gucken, okay, ist die Steuerung was für mich oder nicht. Genial. So, achso, dann gab es hier noch was anderes, und zwar Collection. Ich weiß nicht, was das hier soll. Detroit Car Dealer. Achso, kann ich auch hier rüber kaufen, okay. Ja, das war der Dodge Challenger SRT 8. Dann kaufen wir das gute Stück mal. Available Spec Street, Perf, weiß ich nicht, was das ist. Circuit, Dirt und Raid. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, kostet 22.500 Credits oder sowas. Ich habe 57.022 oder so wie es aussieht 4.999 irgendwas. Also kann man sich wohl Spielwährung kaufen. Aha, siehst du, genau. Crew Credits. Oder vielleicht kriegt man die auch, weil das ja so Crew heißt, irgendwie mit seiner Crew zusammen. Ich weiß das nicht. Hoffen wir, dass es so ist und nicht, dass man für Ingame-Geld Autos kaufen muss, weil irgendwann wird es dann welche geben, die man bestimmt nur darüber kaufen kann. Das sind dann die besten und das wäre schade. So, gekauft haben wir ihn jetzt. There are car dealers like this all across the country. Okay. Each dealer has a different stock of cars. So you might want to swing by each and take a look. There are 5-10 tuners all over the country who specialize in different car modifications. As this operation progresses, you'll need to access these tuners. But for now, let's get you a street ride. Street spec cars are lightly modified rides, built for street racing and tuned for the open road. Most common 5-10 ride for a reason. Street spec should be your first choice for cross-country road trips. Okay, achso, hier ist ein Tuner. Ah, sehr schön. Und hier ist Driving Test. Driving Test. Wow, was war das? Driving Test.
Störe ich mich hier irgendwie selber? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich denke mal, das wäre bestimmt was irgendwie sein. Hallo? Oh, wo kann man den Scheiß denn hier ausmachen? Oh, das geht ja mal gar nicht klar, dass irgendwelche Affen hier ihren scheiß Sound so laut haben. So, jetzt ruckelt das Spiel ganz schön. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Dann mache ich mal einen kurzen Cut und melde mich, wenn es weitergeht.